Auf fast den Tag genau im März vor 150 Jahren gab es in Bad Ischl eine große Veranstaltung des deutschen und österreichischen Alpenvereins mit dem Ziel, eine Sektion Salzkammergut zu gründen. 150 Jahre später wurde vergangenes Wochenende im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl nun dieses Jubiläum festlich gefeiert. Adam Sivkovic, Obmann des Alpenvereins Bad Ischl, und Andreas Grill, Obmann des Alpenvereins aus Seerland, ließen an diesem Abend die 150-jährige Geschichte des Vereins Revue passieren. Neben interessanten Vorführungen und einem tollen Musikprogramm gab es an diesem Tag auch eine Ausstellung und eine Hausmesse, bei unter anderem die Hütten des Alpenvereins präsentiert wurden. Die Alpenvereinssektion Austria in Wien hat im Jahr 1874 sich entschlossen, den Dachstein als künftiges Arbeitsgebiet zu bearbeiten und aufzuschließen. Von Wien aus ist das alles ein bisschen schwierig zu managen und deshalb war sie auf der Suche nach einer Alpenvereinssektion im Salzkammergut, die sie dabei unterstützt. Es hat aber keine gegeben. Also war die erste Aufgabe der Sektion Austria mit Werbeveranstaltungen im Raum Bad Ischl und im ganzen Salzkammergut für eine Neugründung einer Sektion zu werben. Das hat Früchte getragen und am 20. August 1874 wurde in Bad Ischl im Kursaal damals die Sektion Salzkammergut des Alpenvereins gegründet. Was sind denn die Kernaufgaben des Alpenvereins? Die Kernaufgaben sind laut Statuten bei uns relativ klar und einfach geregelt. Zum einen gilt es die Förderung des Bergsports, das selbstständige Heranführen der Mitglieder an die Berge. Es ist manchmal nicht ganz so einfach, unseren, nicht Widerspruch, aber doch die Gratwanderung zwischen Naturnutzung und Naturerhaltung zu schaffen. Der Alpenverein versteht sich auch als Anwalt der Alpen und als Naturschutzorganisation. Auf der anderen Seite nutzen wir die Alpen auch für unsere Mitglieder. Und hier den richtigen Weg zu finden und darauf zu achten, dass die Natur erhalten bleibt und der Bergsport trotzdem in all seiner Schönheit und in all seinen Formen genossen werden kann, das ist eine sehr wichtige Aufgabe von uns. Ja, 150 Jahre Alpenverein Salzkammergut. Was für Bedeutung hat denn der Alpenverein für die Allgemeinheit? Wenn man sich die 150 Jahre vergegenwärtigt, dann sieht man, dass es notwendig ist, dass es Schrittmacher gibt. In dem Fall war der Alpenverein Schrittmacher, damit Gäste, damit Freunde der Natur auch die Möglichkeit haben, diese zu genießen. Daher ist es eigentlich die Vorbereitung des Bergtourismus in Österreich gewesen. Der Alpenverein ist eine ganz wichtige Institution für unsere Stadt, für unsere Region. Auf der einen Seite gibt es zahlreiche Angebote, Freizeit- und Sportangebote, von den kleinsten bis zu den Ältesten hinauf, da kann man sagen, da wird einem nicht langweilig. Und auf der einen Seite ist er natürlich für die Stadtgemeinde ganz ein wichtiger Kooperationspartner, wenn es geht, die ganzen Wege in die Höhe, sage ich jetzt einmal in die Berg, die Wegbetreuung zu machen, aber auch der Naturschutz und der Schutz der alpinen Region verdankt man einfach auch viel den Alpenverein. Und das ist ein Verein, wo ich jetzt einmal sage, der nicht mehr wegzudenken wäre. Welchen touristischen Stellenwert hat denn der Alpenverein im Ausseerland? Nachdem das Ausseerland touristisch ja extrem hochwertig ist und wahnsinnig viel von den Almen und Alpen lebt, ist der Alpenverein ein unverzichtbarer Partner. Ohne dem konnte man in der Qualität das gar nicht leisten und wir als Gemeinden können nicht überall sein, schon gar nicht in die Berge um. Da braucht man einen guten Verein, so wie ein Alpenverein, der uns hilft, der die Hütten betreibt und dann die schönen Erlebnisse liefert, wo die Gäste dann wirklich auch tolle Erlebnisse haben. Wir können es als Seilbahnbetreiber sagen, also der Alpenverein mit allen Freiwilligen, wenn es so eine Institution wie den Alpenverein oder den Naturverein nicht geben würde, dann wäre es im alpinen Raum sehr schwer, die Wanderwege und alles rundherum zu halten, die Hütten, alles was dazu gehört. Also ich halte es für ganz eine wichtige Sache, die in unserem Kulturraum auch fest verankert ist und deswegen kann ich den Alpenverein eigentlich wirklich nur unterstützen. Welche Bedeutung hat denn der Alpenverein für den Tourismus, wenn man jetzt einen Blick wirft auf die Gößerer oder Ischler Hütte? Naja, beide Hütten zusammen haben allein während der Sommermonate über 2500 Nächtigungen, also eigentlich ein starker touristischer Betrieb sogar. Und man muss auch dazu sagen,
dass ja diese Hütten und die Wege, die erhalten werden, ja nicht nur von Mitgliedern des Alpenvereins genutzt werden können, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Das heißt, der Tourismus muss ein Interesse daran haben, dass der Alpenverein sich um diese Struktur kümmert. Und man muss aber schon betonen, dass der Alpenverein das ehrenamtlich macht. Wie viele Mitglieder zählt der Alpenverein? Unser Verein hat nicht ganz 3600 Mitglieder. Wir betreuen zwei Hütten der Schutzkategorie 1. Wir haben bei der Katrin Seilbahn eine Kletterhalle. Wir haben einen Klettersteig auf der Katrin. Wir haben eine Beteiligung beim Klettersteigzentrum in der Gosau. Also ein sehr umfangreiches Aufgabengebiet. Wie schaut es da aus mit jungen Mitgliedern, mit dem Nachwuchs? Nachwuchs ist im Verein schon sehr gut vertreten. Bei den Funktionären leider noch nicht so, wie es sein könnte. Da haben wir sicher noch sehr viel Luft nach oben. Aber nachdem die Jugendarbeit bei uns sehr gut funktioniert und sehr viele Kinder und Jugendliche mit Eifer und mit Freude bei uns beim Verein tätig sein, haben wir schon die Hoffnung, dass sie da in der nächsten Zeit auch beim Funktionärswesen eine deutliche Verjüngung einstellen wird. Wie leicht oder wie schwierig ist denn das, dass man generell ehrenamtliche Mitglieder findet? Ist in der heutigen Zeit nicht einfach. Es ist, ich will nicht sagen, ein gewisser Egoismus in der Gesellschaft eingekehrt. Dieses Bedingungslose für jemand anders da zu sein oder auf eigene Bedürfnisse ab und zu verzichten, das liegt scheinbar nicht so ganz im Trend der Zeit. Und da leisten wir aber jetzt dadurch auch einen Beitrag, wenn wir Leute animieren und junge Menschen animieren, dass diese gesellschaftliche, auch diese Zusammenführung und der gesellschaftliche Zusammenhalt wieder größer wird, das sehen wir auch als eine unserer Aufgaben an. Was für Wünsche hat man jetzt für die nächsten Jahre für den Alpenverein? Die nächsten Jahre sollten im Grunde so weitergehen, jetzt von unserer Struktur her, wie wir es jetzt haben. Wenn wir viel größer würden, was man natürlich auf der einen Seite wünscht, auf der anderen Seite aber auch aufpassen muss, dass man das Ganze nicht überbordend macht und dass man nicht zu viel auf einmal an Belastung hat. Wünschen tut sich der Verein eigentlich, dass man sich wieder ein bisschen mehr rückbesinnt auf doch vielleicht traditionelle Werte, ohne jetzt das konservativ schlecht zu sehen, sondern dass man wieder ein bisschen mehr die Vorteile von manchen bereits vergessenen Werten wieder erkennt. Was glauben Sie, muss ein Verein mitbringen, dass er 150 Jahre so erfolgreich bestehen kann? Erstens einmal Durchhaltevermögen, große Motivation, Engagement und einfach die Leidenschaft, glaube ich, auf der einen Seite zur Natur, aber auch ist es, alle dann, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dann ist das auch viel Zeit und das ist nicht selbstverständlich und darum, glaube ich, muss man mit dem Herzen dabei sein, sonst darf man es einfach nicht. Was wünschen Sie den Alpenverein für die nächsten 150 Jahre? Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so viele engagierte Funktionäre bekommen wie in der Vergangenheit, denn auch dieser Verein braucht Jugend, damit sichergestellt ist, dass wir das genießen können, was wir lieben, und das sind auch die Berge in Österreich.